nein, oh nein. Ja, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen, liebe Leute, hier zu einer neuen Folge Warum The Night of the Rabbit. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich natürlich auch, dass wir hier mit Jerry Haselnuss weiterspielen können. Wir sind jetzt in einem schönen Zauberland angekommen und wir sprechen jetzt erstmal mit den ganzen Mäusen hier und wir sprechen zuerst mal mit der Maus und dem Rucksack, also Maus mit Rucksack und so. Sprechen. Hallo? Alles in Ordnung? Psst, ist da jemand hinter mir? Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort. Und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Ja, so sieht das also aus. Die Mäuse scheinen uns also nicht sehen zu können oder so. Dann sprechen wir doch jetzt mal mit der tanzenden Maus hier. Entschuldigung, aber... Keine Zeit! Muss üben! Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Haselfamilie. Und ich habe frei! Ja, da scheint sich wohl einer zu freuen. Dann, wen haben wir denn noch hier? Ein junges Eichhörnchen. Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, oder? Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Superhörnchen-Boutique? Das ist aber ein komischer Name. Ach ja? Und wie heißt du? Ich? Jerry. Also ich finde, Jerry ist ein ganz, ganz komischer Name. Und totschicke Accessoires machst du sicher auch nicht. Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Siehst du? Da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Okay, sie braucht also ihr Paket. Wahrscheinlich müssen wir ihr erst später besorgen, gehe ich mal davon aus. Jetzt haben wir hier noch ein rundliches Tier mit Schirm. Auch cool. Du bist das erste Mal im Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Okay, alles klar. So, was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt... Da ist wir können das kleine Schild uns mal oder? Anschauen. Hinauf zur Stadtmauer. Rutschig im Winter. Oh Mann. Ich wünschte, ich wäre im Winter mal hier. Das wäre ein perfekter Ort zum Runterschlittern. Ja, okay. Was haben wir denn noch alles? Ein Werbeplakat. Da ist doch jemand hinter mir, Blausaft. Lecker und blau. Ein Qualitätsprodukt der Waldzwerge. Ja, Blausaft. Lecker. Goldenes Horn mit Frosch. Da, wir können doch... Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Ja, mach doch mal, Jeremy. Vielleicht können wir damit jemanden rufen. Ich spür's genau. Da steht okay, Statuen am Rathaus. Kommt mir das nur so vor? Oder sehen diese Statuen irgendwie glücklich aus? Dann haben wir hier noch einen Aufgang. Da ist doch jemand. Da haben wir eine mir, bunte oder? Hölzerne Uhr. Ich sehe keine Stunden oder Minuten. Sieht eher aus, als ob die Uhren hier bei den Mäusen die Tageszeit anzeigen. Naja, aber ist ja eigentlich dasselbe. Okay, jetzt schauen wir uns mal nur, da haben wir einen Kaffee. Ein Baumstammkaffee. Es sieht richtig herzerwärmend aus. Jemand scheint sich sehr um das Kaffee. Ja, ich würde dann einfach kümmern. Mal sagen, wir gehen mal in dieses Kaffee rein. Warum musste ich auf dieses dumme Ding da finden? Gehe ich auf jeden Fall hin. Aber noch nicht. Ja, aber auf wen? Dann gehen wir einfach mal ins Rathaus. Der Marquis hat gesagt, ich soll ja, warten. Aber es passiert doch nichts. Ich spür's genau.
Da steht wer. Ich habe versprochen aber zu warten. Ich kann doch hier jetzt nicht die ganze Zeit hier. Ja, was machen wir denn jetzt? Warum musste ich auf dieses dumme Ding finden? Oh nein, oh nein. Einfach rausgehen und die Chance vertun, ein Magier zu werden? Auf keinen okay, Fall. Okay, Da ist doch jemand hinter mir, oder? Ich habe versprochen zu warten. Ich frag mich gerade nur, was wir jetzt hier noch machen könnten in der Zeit, wo wir warten müssen. Ich spür's genau. Da steht er kommt ja irgendwie nicht. Mir. Den Bach können wir uns noch anschauen. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald. Ja, das hatten wir schon. So, den Bach wollten wir uns angucken. Ich würde gern eine Quietscheente reinwerfen, um zu sehen, wie schnell sie wegschwimmt. Und ansonsten hätte ich jetzt... Wir können nochmal mit dem... Du bist das erste Mal im Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Ich spür's genau. Da ich okay, alles klar. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Wir haben im Menü... Oh nein, oh nein. Jetzt diese mystische Nachricht. Das Poster. Wir können uns ja mal das Poster angucken. Der große Zaroff. Ob das wohl seine Sachen in dem Koffer waren? Sein Zylinder? Ach, wir können ja auch... Moment mal. Oh nein, oh nein. Wir können ja auch hier diese Münze nehmen, dann mal einfach schauen. Stimmt ja, wir haben ja jetzt unsere magische Münze. Oh, da steht wirklich jemand hinter dir. Jetzt ist er weg. Ich wusste es. Oh, was für ein Glück. Oh, wie befreiend. Wie sah der Geist denn aus? Er hatte einen Kieselkopf und seine Arme waren Zweige und Blätter. Wirklich? Das muss ein Waldschrat gewesen sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Weißt du was? Hier, nimm das. Ich habe es im Wald gefunden. Vielleicht gehört das Buch ja dem Waldschrat. Wenn du ihn siehst, kannst du es ihm wiedergeben. Aber war das nicht verflucht? Okay, jetzt geht er ins Café. Können wir denn hinterher? Da gehe ich auf jeden Fall hin. Aber noch nicht. Okay, wir müssen immer noch hier warten. Dann schauen wir uns jetzt erstmal dieses Buch an und lesen es erstmal. Beziehungsweise... Ah, da ist er doch. Ah, da bist du ja. Komm, Jerry. Ich will dir jemanden vorstellen. Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan, das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Sabalot, das ist doch mich Laus der Zeisig. Diese Augen, Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Ich war nicht der Erste, aber ich kannte ihn. Der Marquis de Hoteau. Ich war kaum größer als drei Eicheln, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss. Ich erbitte Unterstützung für ihn, auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlerne. Magie, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Was? Wie? Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein, nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Wipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel,
Vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen? Ich vertraue darauf, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Noch sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Meinst du, du kannst es schaffen? Ja, wir schaffen das. Absolut. Hey. Halt, nicht auf die Bücher treten. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Huch. Okay, alles klar. Jetzt haben wir unser Menü wieder geöffnet. Ah, Ursula. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Wo ist sie? Ursula. Hab ich dich. Ich sage immer, die Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal wieder raus. Oder können wir mit dem auch mal sprechen erstmal? Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Katz. Naturkunde von Hildegard von Bienen. Wo tue ich das nur hin? Wie wäre es denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort. Genau das tue ich. Hier liegen die mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen die grünen hin. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. So findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Wie du siehst, junger Mann, Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Uhu. Lachen ist gesund. Dann sprechen wir doch mal mit Konrad. Darf ich Sie kurz stören? Nein, ich arbeite. Was arbeiten Sie denn? Denkarbeit. Uhu. Das heißt, er starrt Löcher in den Raum. Ich denke und plane. Was gibt's denn zu planen? Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu. Eine sehr beunruhigende Situation. Aha, okay, also Mauswald wird von Krähen angegriffen. Jetzt können wir uns natürlich noch dieses Reitergemälde in Öl anschauen hier. Eine uniformierte Maus auf einem... Käfer. Das ist ein Gemälde des Gründers unserer Stadt, Magistrat Mäuserich von Mauswald. Er legte den moralischen Grundstein für unseren schönen Mäusewald und unsere Hauptstadt Mauswald. Moralischer Grundstein? Der sogenannte nicht zum Verzehr gedacht Pakt. Ach so, ich verstehe. Dann bist du sozusagen Vegetarier. Mir geht es blendend. Uhu. Verstehe. Ah ja, sehr interessant. Andere Rüstung, die ist aber klein. Wahrscheinlich so eine Mäuserüstung. Ob da eine Maus drin ist? Nee, leer. Was haben wir denn noch hier? Balustrade. Da oben darfst du nicht hin, Jungspund. Da oben liegen Dokumente zur Stadt, Recht und Verfassung. Für einen Einblick muss man schon Gemeindemitglied sein. Außerdem kann man ganz bis aufs Rathaus hochsteigen. Ach so? Vielleicht entscheidest du dich ja mal, in Mauswald zu wohnen. Wäre eine Entscheidung rechtfertigt? Was labere ich hier eigentlich gerade? Seht ihr, ich bin schon voll in dieser Zauberwelt. Das wäre natürlich eine Entscheidung, die wir natürlich vielleicht treffen könnten, aber erstmal schauen wir uns den Stapel Bücher an. Hey, Leselektüre.
Harry Otter und die Kammer der Heuschrecken. Das ist ein historischer Roman. Uhu. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt's. Ich sage immer... Harry Otter und die Kammer des... Was war das? Egal. Geil. Das ist genauso wie bei den Simpsons, liebe Leute, ne? Man darf nie den richtigen... Das richtige Buch, das richtige Wort oder Name oder sonst was in den Mund nehmen, wegen Urheberrechtsschutz, kennt man ja. Wir schauen uns jetzt mal das Kaminfeuer an. Warm? Aber sonst schauen wir uns jetzt erstmal nicht hier großartig um, sondern gehen erstmal in die Stadt mit. Wir müssen zur Bäckerei. Wie gesagt, wir müssen also das Fest selbst organisieren. Wir müssen also in die Bäckerei. Da ist das Café. Jetzt ist die Frage, wo ist die Bäckerei? Da ist dieser Blaubeersaft, den müssen wir uns auch holen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal dahin. Und schauen doch mal. Oh, Stadtwache. Sind wir hier schon außerhalb, oder? Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über den Aha, Wald. Okay. Sagt er uns das Gleiche? Hey, wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Quatsch. Der ist hier doch vorhin schon durchgelaufen. Ja? Zusammen mit einem Hasen mit stechenden roten Augen. Also an den erinnere ich mich. Ich bin Jerry Haselnuss, Magier in Ausbildung. Magier? Deinem Freund mit den roten Augen hätte ich das ja noch abgenommen. Bäh. Wieso muss ich eigentlich hier draußen Wache stehen, während du Spaß haben darfst? Ja, und diese Synchronstimme von dieser Maus, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß aber nicht, aus welchem Spiel oder sonstiges mir diese Stimme bekannt vorkommt. Ich meine, es gibt eine YouTuberin oder einen aus meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, die genauso spricht. Aber ich komme gerade nicht drauf, wer es sein könnte. Vielleicht wisst ihr das ja. Da ging es also jetzt nicht weiter. Da ging es ja in das Café. Dann gehen wir doch mal hier hoch und schauen mal, was da ist. Weil wir müssen auf jeden Fall in die Bäckerei. Und ich glaube jetzt... Oder ist das das Café? Zuwachsendes Wandbild. Aha. Kirchenmaus Junior. Herr Kirchenmaus. Schauen wir uns doch erstmal hier das Wandbild an. Ein trauriges Menschengesicht hinter E. Wer das wohl gemalt hat? Das sieht schon sehr cool aus irgendwie. So, sonst haben wir hier ein rundes Fenster. Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Er winkt mit dem Spazierstock. Ich glaube, der hat Angst, dass ich durchs Fenster ins Rathaus einsteige und drin über seine Bücher laufe. Würde ich nie machen. Zumindest nicht, solange mich dabei jemand... Aha, so, dann sprechen wir doch mal mit Kirchenmaus Junior. Hallo, ich bin Jerry. Junior? Keine Antwort. Hallo! Junior! Er ist schüchtern. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr, aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Dingen, die Sie hier verboten günstig erstehen können. Verboten günstig, bei Kirchenmaus und Sohn. Glasaugen? Und noch viel mehr, bei den Sie reden wie ein Schauspieler. Lustig, dass du das sagst. Aber jetzt geht's ums Geschäft. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben... Ja, sorry Leute, dass ich gerade so einen Textabschnitt schnell übersprungen habe. Ich habe aus Versehen auf die rechte Maustaste gedrückt, deshalb verschwinden die auch so schnell. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen hier konzentrieren auf die Maus. So, also ich suche was Leckeres. Ahornsirup, Käsekuchen mit Walnüssen. Haben Sie Actionfiguren? Draußen zum Spielen. Ich habe leider nicht genug Geld dabei. Aha. Okay, was ist denn, wenn wir jetzt mal das erste nehmen? Ich suche was Leckeres. Ahornsirup-Käsekuchen mit Walnüssen?
Viel besser noch, ein Matschkuchen mit Zweigen und Steinen in der Form eines Herzens. Matschkuchen? Ich glaube, ich habe gerade keinen Bedarf. Er ist äußerst realitätsgetreu. Matschliebhaber wissen, wovon ich spreche. Nicht wahr, mein Sohn? Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Bald kannst du deine eigenen Matschkuchen verkaufen. Junior? Er ist schüchtern, aber ein grausam guter Geschäftsmann. Ich glaube an ihn ganz, ganz fest. Hörst du? Junior? Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Nun, dann nimm für dieses Mal einfach unser kleines, aber feines Werbegeschenk entgegen. Ein roter Faden für dich. Komm, ich bind dir den Faden an deine lustige, runde Münze. Die hier übrigens nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Sehr dekorativ, danke. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dingen jeder Art. Suchst du schöne Dinge? Kleine Dinge? Runde Dinge? Tolle Dinge? Volle Dinge? Leere Dinge? Schwere Dinge? Dinge mit Zucker? Dinge mit Matsch? Ja. Quatschdinge? Okay. Suchst du Dinge? Komm zu Kirchenmaus und Sohn. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Bald werde ich mein Geschäft meinem talentierten Sohn übergeben, damit ich mich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen kann. Wir sammeln nur noch genug Geld für die Reise zusammen. Stimmt's, ja, Junior? Stimmt. Ja. Junior? Vielen Dank. Ich werde mich sicher an euch wenden, wenn ich... Dinge brauche. Sachen haben wir auch. Gut. Dinge und Sachen. Und Zeugs. Sachen und Zeugs. Dinge, Sachen und Zeugs. Du hast genau. Es erfasst. So, also Kirchenmaus Junior scheint irgendwie aus Stoff zu sein oder so. So, wir benutzen jetzt mal unsere Münze, um zu schauen, was wir hier vergessen haben. Okay, mit denen haben wir gesprochen. Da unten. Da können wir noch reingehen. Da oben war noch Blick auf Mauswald. Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswachen. Und hier haben wir eine merkwürdige Kristallstatue. Die schauen wir uns doch auch mal an. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man... leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Okay. Ja. Münze mit Loch am Band. Da oben hatten wir schon. Da geht's wieder zur Stadtmitte. Da scheint eine Höhle zu sein. Aber ich glaube, da ist nicht die Bäckerei. Wir gehen jetzt mal ins Café. Kann sein, dass hinterm Café die Bäckerei ist. Kennt man ja so mittlerweile. Das Café war hier. Dann schauen wir doch da mal rein. Hallo. Guten Tag. Hier riecht's aber gut. Und irgendwie auch nach Kräuterbonbon. Nanu? Oh, er hat abgeschlossen. Dann sprechen wir doch mal mit ihm direkt. Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Okay, Mr. Maulwurf. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Moment, Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Stimmt. Ich habe sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen.
Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Ach, ist das nicht dieser Radiomoderator, der uns das Tutorial gemacht hat? Ja, ne? Von der Stimme her könnte das hinhauen. Sie sind also Radiomoderator? Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Okay. Ist ja cool. Ich hab mich schon gewundert. Warum schließt der denn immer auf und zu? Was hat der denn jetzt? Jetzt geht er wieder. Komischer Typ. Komische Maus. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber Ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass Sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir eine Nusshörnchen, wie die Jugend heute sagt. Nein, um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Ja, ich wollte auch mal immer zum Radio. Ist auch immer noch ein Traum von mir. Zum Radio, einmal Radiomoderator sein. Ach, ist das schön. Stundenlang vor so einem blöden Ding zu sitzen, die Leute voll labern und mache ich ja eh schon hier. Mittlerweile habe ich gemerkt, ich brauche gar keinen Radiomoderator mehr zu sein, denn ich bin Let's Player und das ist genau das gleiche, nur dass ich halt dabei zocke, was viel geiler ist und auch nicht langweilig ist. Vor allem mit so coolen Usern wie euch, ja, und so einer geilen Community. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt kontern kann. Ja. Ja? Ich, was soll ich denn sagen? Was Lustiges. Ah, okay. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mauswald sehr schlecht an. Vertrau mir. Oh, okay. Versuch mal, was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es nochmal. Okay, dann machen wir das doch mal. Dann müssen wir aber jetzt auch mal weiter. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Und Maulwurf am Abend. Und Maulwurf am Abend. So. Den Schlüssel nehmen wir uns gleich mal, wenn er weg ist. Die Glocke können wir uns auch nicht nehmen. Wir können den aussperren, ne? Dann gehen wir doch erstmal. Könntest du noch ein bisschen umschauen? Baldrian-Tropfen können wir uns auch nehmen. Wie cool ist das denn? So, jetzt geht er wieder. Das geht mir echt auf die Nerven. So. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Hierzulande wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Eine Glocke können wir uns auch nehmen. Extravagant. Ach, da kommt sie ja. Anja, das ist also liebe Anja. Fass mit gesunden Küchelein. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein ganzes Fass voll mit kleinen Kuchen. Und niemand da, der sie isst. Seltsam, was? Diese Napfküchlein sind Ullis Lieblingskuchen. Mit Kräutern aus seiner Apotheke. Probier mal. Komm schon. Nur mal dran knabbern. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Labormaus? Ist das ein Wissenschaftler dort, wo du herkommst? Nein, das sind, nicht so wichtig. Okay, ja. Dann würde ich doch mal sagen, sprechen wir mal mit Anja.